pfeift die Partie an hinten raus in der ersten Hälfte. In den vielen Trikots von uns nach rechts. Sich in der Breite verstärkt, was wie Carsten Rump gesagt hat, insbesondere für den Winter wichtig ist, wenn Corona vielleicht mal wieder anklingelt. Aber jetzt gucken wir auf die nächste Möglichkeit, wieder über die rechte Seite. Maceta hat da gewartet. Aber diese wunderbare Klärungsaktion von Salga. Viel geht über die rechte Seite. Viel über Kurzen, der einen sehr guten Eindruck auf mich macht. Flottmann, Carsten Rump hat im Vorfeld gesagt, wir wollen gar nicht den Gegner schauen, sondern einfach unser Spiel durchziehen. Und jetzt der Ballverlust und die Möglichkeit Mittelstädt auf Nordbeck. 2019 beim 1. FC Köln. Strauch, schöner Ball jetzt auf Schwerten. Schwerten holt sich den Ball wieder. Schwerten geht in den Strafraum in die Mitte. Maximilian Schmid mit der nächsten Möglichkeit. Wie wunderbar hat man sich da bitte schön in den Strafraum kombiniert. Erster Ballverlust, dann der Ballgewinn. Und dann behält Schwerten die Übersicht und Schmid kann da nicht sauber abschließen. Aber das ist schon Fußball vom Feinsten hier. Schöner Ball. Auf Schmid, der geht in den Strafraum. Schmid schließt ab, Tigges mit der Parade. Und dann Abschluss. Schmid kommt nochmal an den Ball. Schnell geschaltet, gut gespielt, schöne Übersicht von Schwerten. Schmid startet da schnell, zieht in den Strafraum und schließt ab. Aber eine gute Parade auch hier von Tigges. Die Chancen der Gäste häufen sich. Bravo Sanchez. Schöner Ball in die Tiefe, zu Schaub. Ja, da kommt er dran und kommt zu Fall. Ja, das sieht aus nach einem klaren Elfmeter. Smajic hat ein schlechtes Timing und haut den Schaub da deutlich um. Das muss Elfmeter geben, das gibt auch Elfmeter. Gerade noch gelobt. Den jungen 18-Jährigen die Möglichkeit für Rödinghausen hier in Führung zu gehen. Maceta und das 1:0. Eiskalt. Rechts rein. Trautner war in der richtigen Ecke. Aber der war stark geschossen. Oder platziert geschossen. Im Grunde unhaltbar. Und jetzt hier die Führung für den SV Rödinghausen. Und Gießen ist dabei. Kein Foulspiel. Händig mit der Flanke. Auf Schmid, Schmid ist frei und Tigges mit einer wunderbaren Parade. Wie stark hat er denn da bitte schön diesen Ball gehalten? Kommt da raus, macht sich lang. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Hier, starker Einsatz von Gießen, grenzwertig auch. Mit ganz viel Risiko. Schmid ist ganz frei und Tigges dann mit dieser unfassbar guten Parade. Und er hält hier die Führung. Ein hartes Einsteigen hier. Kurz vor der Pause. Und jetzt gibt es hier die gelb-rote Karte. War da Frust bei? Unnötig hartes Einsteigen. Rödinghausen führt hier mit 1:0. 11 Rödinghauser gegen 10 Kölner. Rödinghausen von rechts nach links in der zweiten Hälfte. Und Rödinghausen macht direkt wieder Druck. Maceta! Trautner muss hier zum ersten Mal eingreifen. Nach einer Minute. Eine schöne Seitenverlagerung auf Riemer. Der spielt auf Schaub. Der verarbeitet den Ball hervorragend. Leitet ihn weiter an Maceta und kriegt den Ball aber nicht ganz so platziert aufs Tor. Schuster. Immer noch Schuster. Jetzt auf Hofmeier, auf Maceta. Bravo Sanchez bekommt den Ball, flankt ihn rein. Und Maceta, Tor! 2:0. Doppelpack
von der Nummer 9. Rüdinghausen setzt nach. Und dann viel Platz auf der linken Seite. Wieder eine Flanke in die Mitte. Und dann prallt der Ball erst ab. Und dann ist Maseta, der leichtes Spiel hat. Und hier die Führung ausbaut. Und seinen zweiten Treffer erzielt. Ja, Rüdinghausen setzt nach Hauptmeier. Und er erzielt das 3:0 für Rüdinghausen. Fehler im Aufbauspiel beim 1. FC Köln. Trautner mit diesem fatalen Pass. Viel zu risikoreich. Hoffmeier ist da, reagiert blitzschnell und er erzielt das 3:0 für Rüdinghausen. Und das Ding, soweit würde ich jetzt gehen, ist durch hier. Und jetzt der lange Ball. Henning im Laufduell mit Maseta, der gewinnt das Laufduell gegen den jungen Innenverteidiger. Maseta geht in den Strafraum, immer noch Maseta und er schießt ab und Trautner mit der Parade hier. Und das gelingt Rüdinghausen bis dato ausgesprochen gut. Und jetzt die nächste Möglichkeit, eventuell Meier auf Schaub. Ja, knapp am Tor vorbei. Rima, schöne Annahme. Und direkt auf Schaub. Der wird immer stärker. Und jetzt der Ball auf Meier. Wieder auf Schaub. Schaub in den Strafraum. Schaub! Und das Tor! Er belohnt sich hier für seine überragende Leistung in dieser Partie. Meine Güte, ist das stark, wie er es den Ball behauptet und dann diesen entscheidenden Angriff in die Wege leitet und dann selbst vollendet. Das ist doch einfach wunderbar. Was macht er für ein überragendes Spiel? Ist der nächste Fehler. Safi ist ganz frei. Er geht auf Traum dazu. Safi trifft! Was ein Doppelpack der Rüdinghauser hier. Innerhalb von einer Minute. Ungenauer Ball. Safi ist sehr aufmerksam. Guckt dann lange, läuft nach außen und dann trifft er ins Glück hinein. Das Spiel ist vorbei. Pünktlich wird hier abgepfiffen. Rüdinghausen gewinnt mit 5:0 gegen die U21 vom 1. FC Köln. Demontiert diese Nachwuchsmannschaft. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.